So, Leute, herzlich willkommen zurück in Atlantis Aquaria. Und wir haben hier in der Kanone das letzte Mal den Part beendet. Und ja, ich schieße jetzt einfach mal. Vielleicht komme ich ja an. Ich habe sie nicht ausgerichtet. Sie ist so, wie sie im letzten Part war. Und ja, wenn es nicht klappt, lade ich einfach den Safe State. Ja, ich glitsche da so lang gegen die Mauer und breche mir das Rückgrat. Das ist interessant. Das möchte ich ja fast nochmal machen. Das war schon wieder extrem geil. Egal, jetzt mysteriöse Musik müsste gleich kommen. Mysterious. Wo könnte uns dieser Weg wohl hinführen? Ah ja, das Level ist schon geil gemacht. Boah, ich könnte das mit der Kanone fast nochmal machen. Egal, ich kann ja dann den Safe State nochmal laden. Und ihr könnt euch das Video einfach 10.000 Mal angucken. Ne, müsst ihr gar nicht. Ihr könnt es von vorne starten. Naja, ihr wisst, was ich meine. Aber ich müsste ja eigentlich, da ich keine, gar nichts gedrückt habe, wieder genau so landen. Los! Ah, oh, schon mal schön Weg gespart. Boah, Riesenkiste. Ach genau, das war ja unser Ziel hier. Mach doch einen Sprungkick. Naja, gut. Ich sehe das alles ganz gechillt. Warum ist da ein eckiger Schatten oben drauf? Das ist unlogisch. Sieht aus wie der Todesberg. In behindert. Oder in extrem stylisch, je nachdem. You spin my head. Du lookst wieder. Genau, du lookst vor allem. Jetzt kommen wir die richtig miesen Anglizismen. Ich weiß es gar nicht. In unserem Deutschbuch stand nämlich mal beides. Ich glaube, richtig heißt es eigentlich Anglismen. Aber ich glaube, ich habe auch mal Anglizismen gelesen. Ah, scheißegal. Bildung wird überbewertet. Auf jeden Fall lookt der wie der übelste Drogenjunkie. Das wollte ich, glaube ich, sagen. Habe ich es gesagt? Ich weiß es nicht. Bin so vergesslich. Ich habe immer noch Hunger. Aber es regt mich einfach auf, dass ich keine Zeit zum Aufnehmen habe. Oder kaum Zeit. Deswegen mache ich das jetzt erstmal. So, gab es hier hinten noch was? Einen fetten Schalter. Was brachte der? Weiß ich nicht. Lustige Tick-Tack-Geräusche. Dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Gut, da muss man einen Wandsprung machen. Und das Ding ist für den 6. Stern. Kann ich auch hier Wandsprung machen? Ja, wenn ich mich richtig anstelle. Was eher selten der Fall ist. So. Machen wir dich mal kaputt. Und? Ja, ich wusste es. Ach, Schaden kriege ich auch noch. Weil er irgendwie nicht richtig beschleunigt hat. Aber ich habe es trotzdem versucht. Was lernen wir daraus? Ich bin schon so oft wegen, weil, Dingens, ne, weil ich nicht richtig anlaufen konnte, irgendwo runtergefallen, dass ich es eigentlich mal lernen müsste. Aber nö, warum auch? Ich glaube, mittlerweile habe ich es gerallt. Beim nächsten Mal sollte ich nicht ganz so failen. Na, ich habe mich gerade gefragt, wo die Wand hin ist. Ja, einfach nur weggeglitscht. Das kennt man ja. So. Jetzt möchte ich aber dich platt machen. So, ich weiß gar nicht, wie viel Münzen es maximal gibt. Ich werde einfach alle einsammeln, die ich finde. Und wenn ich dann am Ende 9 weniger habe als maximal möglich, dann raste ich aus. Oh, warte. So. Oh, in diesem Fall auch nicht viel besser. Na, was geht? Wow. So. Ah, genau, und da oben war noch eine. Gut. Juhu! So, gab es da oben noch Münzen? Ich glaube, da gab es auf jeden Fall einen Geber. Ja, ich weiß nicht, wie er richtig heißt. Ach, danke. Oh ja, hier gab es schöne Münzen. Schön viele. Aber Bugs sind irgendwie auch lustig. So, sogar alle drei gekriegt. Na, ja, vielleicht krieg ich sogar über 150. Ja, ich könnte mich Metal machen. Aber es wird nichts. So. Oh, das hat ja mal perfekt geklappt. Erst nach hinten gedrückt und dann doch nur nach vorne. Und wirklich genau richtig. Boah, einmal meinen Skill bewiesen. Da muss ich gleich ein Special draus machen. Alle meine Skill-Momente. Naja, dieser eine und... Ja, ein paar Mal habe ich mich auch ganz gut angestellt. Ganz chillig, skillig. So, 152
Es gibt nochmal 3 fette Leben. Und insgesamt 161. Ne, irgendwie habe ich jetzt so das Bedürfnis, meinen Spieleberater zu holen. Ich latsch mal kurz zum Schrank. Ja, ah, so eine Scheiße hier. Mann. So. Mikro wieder aufsetzen. Om nom nom, so, und dann schlagen wir das Ding nochmal auf. So, grüne Giftgrotte. Ach ja, das war schön. Genau die richtige Seite aufgeschlagen. So. Nee, 12. Level kommt danach. So, Kurs 11. 152. Ich hab 152. Hä, hey, haben mich dann die 3 anderen Kisten nur genutzt? Habe ich dann genau die richtige? Ich weiß es nicht. Ich könnte es gleich ausprobieren, aber für den letzten Stern muss das Wasser hoch sein. Egal, hier steht 152, ich habe 152. Auch das 11. Level auf 100% der Münzen abgeschlossen. Und den letzten Stern kriegen wir auch noch. Das ist klar. So. Was haben wir auf der Uhr? Gleich 6,5 Minuten. Beachte das Zeitlimit. Ach ja, genau dafür war der Schalter. Gut, ja, ich werde dann auch nochmal offscreen testen, ob wirklich nur in der einen Kiste Münzen waren. Und natürlich Kanonen-Action machen, ob ich da genau jedes Mal wieder ankomme. Denn wie gesagt, ich habe nichts gedrückt. Eigentlich muss es so sein. Das war ja mal eine epische Kombo. Gut. Dann beachten wir mal das Zeitlimit. Das war vor allem nicht über 10 Minuten machen. Ja, ich meine 15 Minuten Parts. Da ich eh kaum Zeit zum Aufnehmen habe, ist es nicht so sinnvoll. Und vor allem, da ich hier festglitsche. Ne, vor allem auch wegen des Aufnahmeprogramms. Also hier hatte ich jetzt noch keine Probleme. Aber es ist auch schon vorgekommen, dass ich mal keine Stimme hatte, also dass mein Mikro nicht mehr aufgenommen hat. Dann musste ich es nachsynchronisieren. Das war auch scheiße. Oder dass es einfach ganz abgeschmiert ist, weil das Video nicht gespeichert hat nach der Aufnahme. Und dann natürlich einen 15-Minuten-Part nochmal zu machen. Erstmal Schalter aktivieren, oder? Ich glaube ja. Genau, und dann einen 15-Minuten-Part nochmal zu machen, ist natürlich ein bisschen beschissener als nur einen 10-Minuten-Part nochmal zu machen. Vielleicht hätte ich mir die doch erst holen sollen, ich weiß nicht. Ja, wird schon passen, wird schon passen. Ich komme da schon hoch. Wieso beachte das Zeitlimit? Ich muss doch nur hier einen Wandsprung machen. Da kann es mir doch egal sein, ob da irgendwelche Kisten sind. Ich meine, hier erscheinen Kisten, wenn ich den Schalter drücke. Keine Ahnung. Na, egal. Genau, ja. Ich habe das Zeitlimit super beachtet, bin ich so der Meinung. Nee, aber deswegen. Wenn da irgendwas mit der Aufnahme nicht klappt, ich könnte mich vielleicht mal um ein neues Aufnahmeprogramm bemühen. Aber das ist alles auch nicht so einfach. Na, muss ich mal Matze fragen. Der meint ja sowieso noch, er könnte mir mal seinen Grabber leihen, dann könnte ich endlich mal ein Grabber-Projekt starten. Was ja mal ziemlich geil wäre. Boah. Da würde ich mir so einen drauf keulen, glaube ich. So, erstmal das kleine unscheinbare Bild hier. Level 12. So ziemlich mein Lieblingslevel. Fliegenpilz Fiasco. Erklimme den Berg. Jawohl. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Ist dann Leben? Nicht, dass wir nicht schon genug hätten. Aber naja, nehmen wir es mit. War hier nicht so ein Windstoß? Weiß ich nicht. Will's nicht riskieren. Na, auf jeden Fall habe ich ja gesagt, beim Anfang des Münzsterns, also am Anfang, dass ich gar keinen Bock auf den habe. Aber eigentlich hatte ich ziemlich Bock. Denn in Atlantis Aquarius ist es ziemlich leicht, die zu sammeln. Und zwar echt richtig geil. So, machen wir mal hier super Highspeed-Action. Naja, so sehen die Speedruns aus. Nur nicht bei mir. Da mussten wir hoch. Wow. Ah, genau. Naja, aber wenn man am Anfang immer nur so wenig Münzen hat, dann denkt man sich so, oh scheiße, noch 100 sammeln. Aber es hat gebockt.
Wollte ich nur noch mal klarstellen. So, und die 10 Minuten sind um. Ich werde sowieso unterbrochen. Beende ich mal hier an der Kante mit Blick auf den Wurfmufti und auf die unendlichen Weiten des Ozeans das Level. Nee, nicht das Level, den Part. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Hoffentlich fällt der Gumba runter.